Da sind wir wieder. Eugene ist weggerannt, der mochte uns nicht mehr. Herzlich willkommen wieder zu einer neuen Runde Pumpkin Days. Yay! Hallihallo, liebe Zuschauer, auch von mir. Hallo, Anna. Hallo. Du, lass uns doch nochmal ganz schnell... Oh, es ist so dunkel. Ich dachte, wir müssen uns beeilen, aber es ist erst 14 Uhr. Nochmal Sachen anpflanzen. Es regnet gerade, das ist doch praktisch. Ja, ich muss mal ganz kurz die Musik ein bisschen leiser machen. Bei mir ist die nämlich sehr laut. Und das ist immer dann, wenn es regnet. Ah, okay. Ja. So, du hast die... Ich liebe diese Hacke. Und du hast, glaube ich, auch die teure Gießkanne. Kann das sein? Oh ja, die gebe ich dir. Warte, ich... Oh, ich stecke mehr drin. Ja, das ist hier an dieser Stelle. Ich glaube, wir müssen den Stein wegräumen. Ja, genau. Ich habe ja die Spitzhacke habe ich gekauft, genau. Genau. Und die Eisengießkanne habe ich jetzt tatsächlich. Ach, so brauchst du ja nicht. Es regnet ja gerade. Ja, aber wir können ja die auch schon mal voll machen. Wie machen wir die voll? Ach so, man kann den... Ja, die ist schon voll. Tatsächlich auch viermal gießen. Ja. Boah, mega. Richtig gut. Und wenn ich den Brunnen angucke, kann ich den Brunnen auch wahrscheinlich aufrüsten oder so, weil da ist ein Pfeil nach oben dran. Ich glaube, dann nimmst du den damit auf. Ach so, okay. Nein, es lag nicht am Stein. Aha, lustig. Ich habe ein Ultimate Bugnetz. Also wir können jetzt Käfer und sowas fangen. Hä, wie hast du das denn bekommen? Na, beim Fernseher. Wie, da kriegst du ein Netz durch den Fernseher durch? Nee, das kann ich bauen. Ach so. Und ich kann Erdbeermarmelade herstellen. Wie, woran lag's denn? Oh, es lag nicht am Stein. Okay, alles klar. Nein. So, dann wollen wir mal die Crafting Bench aufstellen, oder was? Mal gucken, was wir da so dran herstellen können. Ich stell die mal draußen hin, ja? Ich hab, jetzt Eisen. Das heißt, wenn wir irgendwann einen Schmelzofen haben und Rezepte, können wir irgendwas aus Eisen craften. Boah, aber ich glaube, diese Blueprints von den Steinen oder so, die müssen jetzt alpha-mäßig noch im Spiel sein, weil es passiert jedes Mal. Ja. Wieder an dieser Stelle. Also, wir haben 400 Gold ausgegeben und können nichts von dem, was wir hier haben, herstellen. Toll. Ja, wir können tatsächlich Fußboden und Wände herstellen. Und einen Tisch. Und einen Tisch können wir herstellen. Dazu brauchen wir Frames, die wir nicht haben. Und wie kriegen wir die Frames? Ja, wahrscheinlich, indem wir weiter Fernsehen gucken. Kinder, Fernsehen bildet, haben wir jetzt ja gelernt. Herrlich. Oh. Genau, ich möchte noch die Balis hier wieder anpflanzen, die ich jetzt schon seit Folgen mit mir rumschleppe. Ja. Ah, die Schaufel wollten wir noch, ne? Wenn es keine goldene ist, dann. Genau, wir brauchen die Dings noch, weil wir müssen ja unseren Müll noch wegräumen hier, den wir hier gemacht haben. So, und ich werde dann nochmal 10 Lavendel anpflanzen. Ja. Ah, und ich weiß nicht, wo ich es her habe. Ich habe Samen mit einem Fragezeichen drauf bekommen. Oh, da ist die Frage, was damit passiert, ja? Futarot-Samen. Was für Samen? Futarot. Das heißt nicht Potato oder so, ne? Ich frage nur, was ich sagen wollte. Vielleicht ist das eine Kartoffel-Karotten-Sache. Ja, da könnten wir ja mal drüber gucken, vielleicht, was daraus wächst. Oh, die Tees sind super. Das ist eine super Sache, dass wir die Küche haben und da was herstellen können. Naja, dazu brauchen wir aber Kamelie erstmal, ne? Ja, auch der Lavendeltee. Ich hatte halt gedacht, ne, wie ich denn so bin, habe ich so gedacht, da brauchst du dann ja nur den Lavendel für. Aber nein, nein. Leider nein. Ah, Mist, ich muss doch den Zuckerrohr noch abgeben. Oh ja, unbedingt. Ah, hier Putarot-Samen, ein experimenteller Pflanzenhybrid. Hey, ich bin richtig gut. Sie benötigen 13 Tage zum Wachsen und wachsen in jeder Jahreszeit außer Winter. Dann auch, wie geht's? Zum Thema Jahreszeit und Winter, ja. Wir haben tatsächlich irgendwann mal Winter. Wir sind ja jetzt im Frühling. Die Frage ist, was ist dann? Dann wächst ja nichts. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Aber wir sind ja hier am Strand. Vielleicht ist der Winter hier nicht so streng. Ich weiß es nicht. Ist das bei dir auch gerade so krass arg dunkel? Ja. In der Tat. Oh. Ups.
Oh, 51 Gold. Das ist ja teuer. Ja, also Möhrchen sind halt teurer zu handeln. Wertvolles Gut und so. Ach, ja. Mist. Hm. Aber lass mal, du hast ja noch 2 Gut. Wie komme ich denn jetzt dahin? Oh, ich kann mal jetzt eben den Zuckerrohr weg. Ich kann jetzt Onion Soup herstellen, Zwiebelsuppe. Cool. Man kann tatsächlich mehrmals da drauf klicken. Und ich habe gelernt, wie man einen braunen Tisch herstellt. Auch sehr gut. Ja. Wir kriegen das schon noch alles hin. Hä, willst du mich verarschen? Nein, ich nicht. Ich glaube, die läuft. Die läuft vor mir weg. Da! Perfekt. Melanie, hallo! Very gut. Toll, 18 Gold. Kriegst du mal die geilen Sachen? Ja, irgendwie scheint das so zu sein. Okay. Was da hat sie mich jetzt gerade gefragt, so. Ich habe sie nochmal angesprochen. Jetzt hinterher. Und dann sagte sie so, du willst etwas dafür haben, schätze ich mal. Und dann, hier, hat mir 20 Freundschaft gegeben. Oh. Hier, ich gebe dir Freundschaft. Ja, nimm Freundschaft. Ich habe nichts, aber Freundschaft. Nimm es. Hä? Ich weiß nicht, ob ich es gerade richtig verstanden habe, aber irgendwas hat sie gesagt mit knie dich hin vor der Königin. Huch. Sie guckt auch etwas eingebildet. Jabala. Du hattest doch die olle Picke, ja? Huch. Ja, wieso? Mhm. Ist da schon irgendwas? Doch, den einen Stein hat es ja schon weggeräumt, aber an dem lag es nicht, ne? Nee. Ja. Ich habe mehrere Steine weggeräumt auch sogar. Ah, jetzt habe ich das hier angewählt. Kann ich das auf der End wählen? Also kann ich diesen Marker wieder wegmachen? Ich will den nicht! Welchen Marker denn? Ja, jetzt hatte ich eine Quest angemarkert. Und dann hat er jetzt die nächste einfach angemarkert, die da drin war. Keine Ahnung. Oh, mit Lisa verstehe ich mich schon ziemlich gut hier. Bei Lisa habe ich schon fast ein volles Herz. Oh, war nicht heute irgendwie... Heute ist Farmers Market. Ach, Mist. Und John's Drink is open for business. Hatten wir heute auch. Und morgen ist Pumpkin Vale Spring Festival open for business und Beach Spring Festival. Und Rashida hat ihr Geburtstag. So, Linsen brauchen wir noch. Linsen, Eier und Milch. Ja, Eier und Milch können wir, glaube ich, knicken für diesen Monat. Oh, ich kann etwas donaten fürs Museum. Oh, wie das denn? Und zwar, wenn du mal auf J drückst und dann ganz hinten den oberen Reiter nimmst, der wie eine Krone aussieht. Und da siehst du, was du alles donaten kannst. Und ich habe in meiner Tasche tatsächlich diese komische geangelte, wie heißt es denn? Sag doch mal. Muschel. Ich weiß nicht. Muschel. Eine Clam, die habe ich nämlich auch gerade geangelt. Ja. Problem, was wir wahrscheinlich haben werden, dass im Museum keiner mehr ist, ne? Ja, da sollten wir dann, wenn wir geschlafen haben, vielleicht mal hingehen. Wobei wir ja jetzt erstmal den Frühlingsmarkt dann uns angucken sollten. Weil ich kann noch Lavendel donaten. Aber irgendwie sind die Tage so schnell. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie so das Gefühl, als raschen wir hier so ein bisschen durch, weil die Tage so laufen. Also wir können, hast du gefunden, die Tageslänge erhöhen. Ja. Wir könnten das machen. Wobei ist natürlich die Frage, manchmal haben wir auch so gar nichts zu tun, weil wir auf die Pflanzen warten müssen. Ne? Wir sind ja auch aufs Geld angewiesen. Aber da kann man ja schlafen, oder? Ja, ist halt die Frage. Haben wir nachmittags noch nie ausprobiert? Nee, haben wir tatsächlich nicht. Wir können ja einfach mal hören. Können wir ja für die nächste Folge mal ausmachen dann, oder? Ja. So, aber ich habe jetzt kaum noch Energie. Gut, ich angel noch einmal zu Ende hier. Und dann müssen wir eh schlafen, bevor wir den Sonntag überspringen.
Das wäre ja zu schade, das schöne Festival. Ja, da müssen wir mal hingehen, mal gucken, wo das ist. Na, Oyster, ich kann doch irgendwas machen mit einer... Oder war das... Nee, oder war das keine Oyster? Also, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ich hoffe, es regnet morgen noch. Ich guck mal im Wetterkanal, ob es morgen noch regnet. Oh, the chance of rain tomorrow in Wahoo Beach is 0%. Wir haben morgen keinen Regen mehr. Naja, du hast ja eine gute Gießkanne. Ja, hat er. So, ist hier noch irgendwas fertig? Nee. Gut, dann könnten wir... schlafen. Ja, ich könnte nochmal Zuckerrohr anfangen, aber nee, mache ich dann morgen. Dann machen wir es morgen. Also, schlafen wir erstmal eine Runde. Dum, 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 dum. Boah. Ich bin schon wieder wach. Ich fühle mich auch immer so sehr erholt. Ja, ich glaube, wir müssen die Aufnahme jetzt pausieren, denn ich habe wieder einen schwarzen Bildschirm und muss das Spiel neu starten. Oh. Mhm. Hm. Und das noch 11 Minuten. Pausier doch einfach. Ja, dann machen wir das. Ja. So, jo. Wir sind wieder da. Genau. Einmal neu laden und läuft wieder alles. Und wir haben jetzt die Zeit genutzt und haben den Tag etwas verlängert. Also fast doppelt so lang. Oder ja, haben wir etwas. Die jetzt mal gemacht. Ja, weil das ist ja gar nicht mehr zu schaffen. Wir hasten hier immer durch. Ist das die Kamelie? Das hier sind Linsen. Cool. Oh ja, die hatte ich, glaube ich, auch mal angebaut irgendwann. Vielleicht können wir ja mit Linsen irgendwas herstellen. Oh, ich möchte so gern einen Schrank haben, wo wir das erstmal alles verstauen können, was wir nicht unbedingt verkaufen wollen. Also es gibt irgendwie nur ein Bücherregal. Ja, also Linsen sind wichtig für die vegetarische Ernährung. Sie enthalten viel Eisen und verhindern dadurch Eisenmangelerscheinungen. Kosten 3 Gold. Hm. Wollen wir noch mal ein paar Linsen anbauen? Ja. Ja. Ich gucke gerade, ob wir was gießen müssen, aber sonst müsste da ein Wassertropfen sein, ne? Die sind irgendwie noch gegossen. Hast du schon gegossen vorhin, als mein Bild ausging? Nein. Ich hatte angefangen zu gießen, aber irgendwie haben wir dann ja nicht gegossen. Also bei mir sind die Sachen im Moment noch gegossen. Sonst zeigen die immer so ein Symbol an. Ja. Wir müssen tatsächlich nur die neu angepflanzten Sachen jetzt gießen. Und da werde ich jetzt mal noch ein paar Linsen pflanzen, die wir gerade geerntet hatten. Die werden wir gleich wieder anbauen. Oh, jetzt kommen die Tomaten, die Gurken hier auch raus. Wunderbar. Ich habe ein bisschen durcheinander gepflanzt, was ich noch so hatte. Es wird also sehr lustig werden, wenn das alles wächst. Ja. Wenn ich mit der Steuerung nicht so verwirrt gewesen wäre, bin ich da auch eher ein kleiner Perfektionist, der das alles dann schön drapiert und kennst du ja aus meinen Let's Plays. Da muss mal alles hübsch sein. Ja, genau, ja, das muss man auch nochmal sagen. Also guckt euch das wirklich an. Das ist sehr lustig, wie sie teilweise mit dem Kollegen Philipp dort etwas rumkämpft, habe ich das Gefühl. Dass ihr beide macht da immer eine sehr lustige Truppe. Also ihr seid eine sehr lustige Truppe und man hat immer ein bisschen was zu lachen bei euch. Das finde ich schön. Ach Mensch, ich kann auch mit so viel Werbung kann ich nicht umgehen. Ich mache das selber nicht mal für mich selber Werbung. Nein, das ist ja keine Werbung. Das ist ja keine Werbung. Ich sage ja einfach nur, dass es Spaß macht zuzuschauen, dass es lustig ist. Also immer schön reingucken. So, und ich gehe jetzt zum Bürgermeister. Ich gebe jetzt erstmal meine Muschel ab. Okay. Damit ich die aus dem Inventar raus habe. Gießen müssen wir ja nicht, ist ja alles noch gegossen. Müssen wir gucken, wie sich das im Laufe des Tages verändert. Wie sieht es denn eigentlich aus mit einer Schippe? Wollen wir nicht mal eine Schippe kaufen? Oh, 479. Ja, ich gehe jetzt erstmal Geld holen. Ja. Beim Postamt. Mhm. Weißt du, dass ich noch nie im Postamt drin war? Ich habe immer nur vorne auf den Brief geklickt. Ich gehe da mal rein. Nicht. Genau, mach mal. Ist ja lustig. Wir sind im Jahr 1 im Spring, sind wir noch. Das heißt, wir sind noch im Frühling. Und vorhin hatten wir uns ja kurz die Frage gestellt, was ist denn dann im Herbst oder im Winter? Ich habe das Frühlingsfest gefunden. Ach so. Da sollten wir gleich dann auch nochmal hingehen, wenn wir... Das machen wir. ...alles erledigt haben. Wo ist das denn? Beim Steg hier vorne.
Oh, Opa hat uns geschrieben. Haben wir denn jetzt schon eine Küche? Ich. Was? I won't. Das ergibt gar keinen Sinn, glaube ich. Wo sind die denn alle? Irgendwas von wegen mit. Es ist ja Sonntag, ne? Fällt mir gerade ein. Vielleicht können wir da nichts kaufen. Irgendwas mit übersprungenen Mahlzeiten und den ganzen Tag schlafen. Wahrscheinlich erhofft, dass wir das nicht machen. Geh sicher, dass du eine Küche kaufst und lernst zu kochen, damit du die Ausdauer erhöhen kannst. Genau, das wissen wir ja schon. Übrigens, es ist niemand da überall, die sind alle beim Fest. Oder vielleicht ist hier wirklich sonntags tote Hose. Das würde mich mal interessieren. Hier ist alles zu, die Läden haben alles zu hier. Hier ist keiner, ist auch keiner da, der Bürgermeister ist auch nicht da. Ich war gerade bei ihm. Hier sind. Haku begrüßt mich mit: Ah, schön dich zu sehen, Nüsschen. Was? Wie Das ist bitte? doch eine Möhre, Mensch. Ja, aber echt. Ach so, hier oben ist das Fest. Ja, oh ja, haben sie sogar geschmückt. Guck mal. Meine Herren. Soll ich auch mal mit ihm reden? Mal sehen, was er zu mir sagt. Oh, Haku ist der dich. Koch, Nüsschen. Welcome. Oh. Okay. Mit dir spricht er nur Englisch, oder was? Ja, mit Oh, mir. dich. Schaffst du die Arbeit kaum oder kaum am Schaffen? Aha, du bist also Farmer. Dann kannst du mir ab und zu vielleicht mal ein paar Zutaten ausfindig machen. Na, nur ein Scherz, nur ein Scherz. Oh, Schön, dich dich. zu sehen, Nüsschen. Ja, sagt er zu mir auch. Bis später, Erdnüsschen. Oh, super. Erdnüsschen. Hat er gerade zu mir gesagt. Oh, hier ist ja richtig was los. Oh nein, die Lehrerin, schnell weg! Was, die Lehrerin? Seatbelts! Oh, Ja, die mich in ihre Seatbelts. Schule zwingen wollte. Seatbelts, sagt sie immer. Valerie, meinst du? Ja. Wobei, da kann man was lernen. Vielleicht sollte ich der mal zuhören zwischendurch. Da tanzt er einfach auf Tischen, ne? Sieht aus wie ein Trampolin. Ja, oh, guck mal, wie viele Leute hier sind. Oh, hallo Gemma. Oh, der Ich habe gibt's. einige noch nie gesehen. Ich auch nicht. Deswegen müssen wir mal mit ihnen ein bisschen schnattern. Nicht wundern bei mir im Kanal hier. Ich lese das tatsächlich alles. Das sieht vielleicht so aus, als würde ich mich My, durchklicken. my. Aber man kann ja nicht alles vorlesen, was die so sagen. Ja, vor allem nicht, wenn wir beide unterschiedliche Gespräche führen. Ja. Ah, du wolltest dich also nur vorstellen. Mein Name ist Dr. Asan. Aha, ich leite die Klinik. Falls du dich jemals verletzt, ja, das weiß ich. Whoops. Shorty, sagt Rosario zu mir. Okay. Hier gibt's eine Queen. Und was macht die? Sie ist Queen Brigitte. Queen Brigitte. Oh, hier kann man T-Shirts kaufen. Ist ja T-Shirt, ich will ein lustig. T-Shirt haben. Hier Wie gibt's, teuer? kann man T-Shirts kaufen. 250 oder so. Oh, und hier gibt's Lobster. Ich brauche es. Ah. Oh nein. Wir haben nur 490. Na, ich Wo verkauf doch kriegst du denn gerade. Geld her? Ich Ach verkauf so. gerade Sachen hier an dem Laden. So, mehr habe ich nicht, was ich verkaufen kann. Reicht das? Ob wir hier auch irgendwann mal einen Stand haben können? Bestimmt, oder? Meinst du? Na klar. Hier können wir Es bestimmt kann auch sich irgendwann mal einen leider nur Laden haben. einer ein T-Shirt leisten. Was Komm, soll du willst aus das? deinem Kleid raus, wobei dann hast du immer noch keine Hose, ne? Wollte ich gerade sagen. Das könnte interessant aussehen dann. Nein, ich glaube, das Geld brauchen wir erstmal für Werkzeuge und sowas. Ich kann erstmal im Kleid rumlaufen. Hier gibt's Pizza. Boah, die ist aber teuer. Da kriegen wir 100 für jene Pizza, wenn wir auch so einen Laden hier hätten. Ah, das müssen wir mal klären nachher, ob wir hier irgendwann auch mal einen Laden haben können. Weiße Wolle. Boah, da können wir bestimmt einiges hier mal machen. Also ich gehe davon aus, dass wir mit Sicherheit irgendwann auch einen eigenen Stand hier haben werden. Das. Grillsoße. Oh, jetzt habe ich Hunger. Verdammt. Ich habe zum Glück ja schon vorher gegessen. Oh, Sugar Crane für Charu brauchen Geil. wir. Du kannst dir ein Schild kaufen. Strawberry Sign. Wo bist du denn? Ein kleines Schild für deinen Garten.
Wo bist du? Erdbeeren. Du bist an mir vorbeigelaufen eben. Bin ich? Ach, da bist du. Hier. Ja, hier kann man... Mit den Schildern, da kann ich mich dann gestalterisch schön ausdrücken. Ja, kannst du die ganzen Beete beschriften, ja. Na, siehst du. Aber wenn wir auch irgendwann mal einen Laden hätten, auch, das wäre doch auch schön. Hier gibt's Zeug, Brot, Vanille, Schokolade, Minze. Oh, herrlich. Hier gibt's echt alles. Wir können backen. Ja. Ich kann hier eine Linse für 15 kaufen. Und die Linsen, die wir geerntet haben, verkaufen wir für 3. Ja. Wie gemein ist das denn? Ja, die Kartoffel kann ich kaufen für 15. Und die Kartoffeln, die ich habe, verkaufe ich für 3. Genau. Das ist gemein. Aber ich habe, glaube ich, gerade eine Quest angenommen. Und zwar... Sharu needs 10 sugar cranes because the restaurant is running low. Also wir brauchen für Sharu ohne Zeitbegrenzung Zucker. Ich habe noch 10 im Inventar. Ich wollte ja 9 anpflanzen. Oh, ja. Das muss ich heute noch machen. Ja, unbedingt. Ah, hier der Furniture-Typ, der Home-Improvement-Typ sagt gerade, dass Leute von der Jones-Corp waren bei ihm. Sie haben mir viel Geld angeboten, wenn ich ihnen helfen würde, die Maschinen in ihrer Fabrik zu bauen und in Stand zu halten. Ich musste das natürlich ablehnen. Ich will ja nicht sagen, dass sie die Bösewichte in dieser Geschichte sind, aber so. Mhm. Ja, also ich habe jetzt tatsächlich mit allen schon gesprochen. Ash, ist der Pokémon hier, der neben mir steht? Oh, hier gibt's ganz viel Friendship. Ich muss mal gucken, wie mein Friendship so aussieht. Wo ist denn Lisa? Lisa mag mich voll. Masika hat mich gerade darauf aufmerksam gemacht, dass es hier ja gar keine Kinder gibt. Ja, stimmt. Aber es gibt doch diese Schule. Das stimmt auch. Und es gibt auch eine Bibliothek. Vielleicht müssen wir da mal reingucken. Vielleicht können wir da ja noch was lernen. Aber die hat jetzt zu, weil Fest war. Okay, also ist hier sonntags immer Markt, aber die Preise sind ja exorbitant. Samstags. Oder samstags. Das ist das Frühlingsfest. Ja. Aber gibt es hier noch irgendwie was Festigeres? Weiß ich nicht. Wir gucken mal auf den Kalender. Es gibt am Mittwoch, hat Jacqueline Geburtstag. Ey, ich meine, weil das hier ja das Frühlingsfest ist, also das wirkt jetzt eher wie ein Markt als ein Fest. Also, sonntags ist irgendwie, war Frühlingsfest, aber samstags ist immer Farmers Markt. Aber heute ist Sonntag. Heute ist Sonntag, ja. Das Frühlingsfest, ja. Also, irgendwie dachte ich, kommt jetzt hier noch was? Nö, hier kommt nichts. Scheint so. Aber weißt du, wo ich noch nie war? Hier hinten. Ja. Und da ist noch ein Haus. Na, dann gehen wir da mal gucken. Wir haben ja noch Zeit. Oh, haben wir tatsächlich gar nicht. Aber wenn wir am Haus sind, haben wir Zeit. Oh, eine Kokosnuss. Ich kann Kokoswasser machen. Oh ja, unbedingt. Hier ist noch eine. Noch eine. Ja. Gut, haben wir. Perfekt. Ja, wir brauchen aber die Kokosnüsse für die... Ich brauche die für die Friseurin. Ah, okay. Nee, du brauchst das Öl. Wie machst du denn Öl daraus? Ja, das weiß ich noch nicht. Sie hat, glaube ich, nur gesagt, sie will Kokosnüsse haben. Warte, ich gucke nochmal in die Quest. Die müsstest du ja auch sehen. Theoretisch. Nee, Kokosnüsse will sie haben. Rosario möchte gerne Kokosnüsse. Und zwar ungefähr 10. Oh, nee. Mhm. Krieg die nicht. Aber wir können ja hier noch ein bisschen rumlaufen, wenn du jetzt schon Kokosnüsse hast. Wir könnten ja vielleicht auch eine Kokospalme anbauen. Die ja, dann gucken wir doch einfach, was es hier hinten alles zu entdecken gibt in der nächsten Folge. Was hältst du denn davon? Ja, wo bist du denn? Hier, hinter dir. Links. Hier, okay. Ja, in der nächsten Folge machen wir so. Macht's gut. Gut, bis dann. Tschüss. Tschüss.